Heute beschließen wir in Düsseldorf unsere 80-tägige Kunstreise. Als letztes lernen wir den Unterschied zwischen einer Skulptur und einer Plastik kennen. Alle gegossenen Kunstwerke sind Plastiken. Alle aus beispielsweise Stein oder Holz gehauenen Kunstwerke sind Skulpturen. Eine Skulptur erschafft man von außen nach innen. Man schält die Figur aus dem Stein heraus, wie man beispielsweise eine Orange schält. Bei der Plastik arbeitet man von innen nach außen. Das ist so ähnlich wie Kuchenbacken. Der Künstler macht zuerst ein Modell, aus dem er ein Negativmodell macht. Das ist sozusagen die Kuchenform. In diese Form wird dann der Kuchenteig oder aber der flüssige Stahl hineingegossen. Wenn der Stahl abgekühlt ist, kann man die Figur aus der Form herauslösen. Der englische Künstler Henry Moore hat immer zu Menschen, meistens Frauenkörper, geschaffen. Er hat diese aber nicht naturgetreu dargestellt, sondern hat sie auf die für ihn wichtigen Elemente reduziert. Und dann irgendwie alles aufgeblasen und gerundet. So schweben seine Figuren zwischen Körper und undefinierbarem Gebilde. Eine seiner Figuren kannst du neben dem Opernhaus im Hofgarten in Düsseldorf bewundern. Henry Moore beschloss schon mit 11 Jahren Bildhauer zu werden. Der wusste aber früh, was er wollte. Und bei ihm hat es auch geklappt mit dem Berufswunsch. Was möchtest du werden? Ob Bildhauer, Malerin, Verkäufer, Polizist, Krankenschwester oder Professorin, lebe deine Träume. Sei neugierig und aufmerksam, schaue rum, höre Musik, schaue Bilder an, male selber, tanze und vertraue deinem Bauchgefühl. Wir hoffen, dass du viel Spaß hattest auf unserer Kunstreise. Wir bedanken uns herzlich, dass du mit auf unserer Kunstreise warst und sagen Tschüss und vielleicht auf bald.